Ich stolperte und fiel in eine Höhle. Da war ein Drache, ein kleiner, und er schlief. Also habe ich mich bei seinem Gold bedient und dann bin ich weggelaufen, so schnell ich konnte. Bitte erzählt niemanden. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich werde alles tun. Oh, hier, nehmt das. Nur erzählt es bloß niemanden. Oh, wie peinlich. 1000 Erfahrung und 1000 Gold. Yay. Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was locker machen. Ich grüße euch, Patron. Ich bin Herrin Jane, Inhaberin dieses Vergnügungszeltes. Falls ihr einen Begleiter erneuern oder unsere bescheidenen Dienste nutzen wollt, seid ihr hier leider zu einer ungünstigen Zeit gekommen. Die Genies, die in unserer armen Stadt kamen, haben beinahe jeden hier seines Geldes beraubt. Ich habe die meisten meiner Mädchen wegen Kundenmangels davon geschickt. Vielleicht wird es wegen dieser Kreaturen ja bald mal etwas unternommen. Man sollte meinen, dass Lord Logan, unser Bürgermeister, was tun würde. Annalyn, mein letztes Mädchen, hat um eine Pause gebeten, jetzt da dieser Wildfeld endlich weg ist. Ich kann euch übrigens nicht genug danken. Ich werde nachsehen, ob ich noch einen Ersatz finden kann. Solange diese Genies nicht weg sind, weiß ich nicht, ob auch nur eines der Mädchen zurückkommen will. Ach ja, das Leben als Puffmutter ist auch nicht leicht. Sehr schön. Keine große Herausforderung. Was ist mit euch? Oh, Abenteurer. Papa sagt, dass wir bald zu Hause sind. Mir gefällt der Wald besser. Die Bäume sind zu groß und diese Elfen sind echt nett zu uns. Ahoi, meine Fürstin. Ihr seid doch allesamt Abenteurer, oder? Mein Name ist Jedek und ich plane, zu einem mächtigen Kriegerabenteurer zu werden. Sobald mich meine Eltern lassen, meine ich. Du siehst ziemlich erwachsen aus, eigentlich. Einen wunderschönen Tag. Seid gegrüßt, Frau. Ihr seid willkommen mit unserer Familie von Rom. Und ich bitte euch unsere Gastfreundschaft an. Ich biete euch unsere Gastfreundschaft an. Mein Name ist Master. Vielleicht möchtet ihr, dass meine Frau für euch in die Zukunft schaut? Seid mir gegrüßt. Ich heiße euch willkommen. Ich grüße euch fremd im Namen meiner Familie und in Übereinstimmung mit der Tradition der Rom. Ich bin Querosalva, die Mutter dieser Familie und deren Herz. Wenn ihr das wünscht, kann ich euch etwas über eure Zukunft sagen. Und läppische 10 Goldmützen für den Fall, dass ihr von meiner Gabe als Herrin profitieren wollt, gute Frau. Aber gerne, hier 10 Goldmützen. Wie ihr wünscht, kommt und setzt euch zu mir, gute Frau, und ich werde eure Hand in die meine nehmen. Schließt eure Augen und lasst Querosalva eure Aura spüren. Ihr seid stark, gute Frau. Ihr habt mächtiges Blut und ein Schicksal, das hell erstrahlt. Es ist das Blut eines Gottes, das in euch fließt. Aber ihr seid nicht allein. Da ist noch jemand. Noch jemand, der euch um Hilfe anruft. Ich sehe einen Mann, einen dunklen Mann, dem das Leben genommen wurde. Ich sehe diese andere. Sie schreit. Da eine Bestie mit fürchterlicher Macht und einen dunklen Mann. Den Verbannten. Er lächelt. Nein, mehr nicht. Bitte vergib mir, gute Frau. Der Weg hat meine begrenzten Fähigkeiten überwältigt. Die ängstigt mich. Ich wünsche euch viel Glück. Das dachte ich mir fast schon, dass da was dann passiert. Ein Bauer. So, was ist mit diesem Zelt hier? Das können wir nicht rein, weil nicht alle da sind. Was ist mit euch beiden? Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Seid gegrüßt, ich bin Raffae, der Karawanenmeister, der für diese Gruppe zuständig ist. Zumindest war ich das, bevor die verdammten Jins hierher kamen, um mich aus dem Geschäft zu drängen. Bauken hat das niemals zugelassen, wenn sie noch am Leben wäre und über uns wachen würde. Diese Genies sind hierher gekommen und haben alle Handelsrouten vereinnahmt. Sie verzaubern alle Karawanen, die hierher kommen, auch meine. Dann bringen sie einen dazu, ihnen alle Waren für einen Spottpreis zu verkaufen. Selbst Fürst Logan Kopret kann nichts dagegen tun. Pah, wenn ich schon davon spreche, bekomme ich eine pelzige Zunge vor lauter Abscheu. Ich weiß nicht mal, ob ich noch genug Gold habe, um es mir zu leisten, die Karawane nach Muran zurückzuschicken. Was ist mit dir? Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Guten Tag, Fremdling. Ich bin Salahe, die Frau von Raffae, der die Karawane hier betreibt. Ich wünsche, wir können euch mehr Gastfreundschaft zeigen, doch mit diesen Ungeheuern hier können wir kaum überleben. Ja, das sind dann diese Zelte hier oben. Da fliegt der Genie. Kommen wir also erstmal in das Zelt hier rein. Noch mehr Händler.
Natürlich. Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Seufzt, ich würde euch ein paar Waren der Karawane verkaufen, es gibt nichts zu verkaufen. Die Jeans verhexen Raffi immer noch, sodass er ihnen alles verkauft, was wir haben. Ehe diese Jeans nicht gegangen sind, können wir Händlern nichts an die Stadt verkaufen und die Kaufleute der Stadt werden nichts haben, was sie verkaufen können. Und jetzt ist Raffi bankrott. Das ist ein furchtbarer Zustand. Kalisiten, Tetira, Tiefwasserer, irgendwann kommen sie alle nach Am. Na gut. Sie kommen alle. Na gut, die Tiere sind fort, dadurch wird die nächste Reise viel einfacher. Das heißt, wenn die Karawane überhaupt hierher zurückkommt, mit diesen Genies hier werden wir nicht so, weiß ich nicht so recht. Fragt, wenn... Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Würdet ihr mir ein kleines Tänzchen vorführen, sterbliche Frau? Ich finde es so schön, wie eure Formen sich winden und krümmen. Das erinnert mich so an die Janie zu Hause. Aha. Ja, er verspottet uns wohl ein bisschen. Ja, und da steht ein großer Djinn, der Füße hat. Keine große Herausforderung. Und du? Hey, ich spreche nicht mit niederen sterblichen Kreaturen wie euch. Ich bin nicht aus freien Stücken hier. Das ist sehr nett. Hm, ich bemerke, ihr habt den Kopf unseres Problems dabei. Den Kopf der Rakshasa Itafer. Ob ihr es nun wusstet oder nicht, Sterblicher. Nur dies ist der Grund dafür, dass wir uns an einem solch trostlosen Ort aufhalten. Ja, das wissen wir. Wie wundervoll von euch, dass ihr uns das hier auf einem Silbertablett darbietet. Ich werde es euch abnehmen und durch etwas ersetzen, womit ihr sicher mehr anfangen könnt. Was euch betrifft, mein kleiner Itafer, ihr wart wirklich ein sehr ungezogenes kleines Ding, so wie ihr uns immer entkommen seid. Was für ein tapferer Sterblicher, euch zu uns zu bringen. Kommt also, meine Dao, wir kehren nach Kaimstan zurück und leisten unseren Dienst. Und ihr Sterblicher könnt euren Schirmherrn ausrichten, dass ihre Stadt von unserem niedlichen Terror befreit ist. Wir werden nicht wiederkommen. Was haben wir gekriegt? Ein Krummsäbel. Raschats Klaue. Krummsäbel, Wakasi oder Ninja To. Kann ich verwertet werden von Kleriker Magiern Dieben. Ist ETW minus 2. Ah, ist also nicht so toll. Vor allem ja bei Yahira. Hm. Hat sie im Augenblick einen ETW von 8? Ups. Jetzt müsste sie einen von 9 oder so haben, ja. Und der Schaden, der bringt es auch nicht wirklich. Und bei dir das eben das Gleiche. Also ja, wirklich viel bringt das Teil nicht. Das ist einfach nur ein Krummsäbel, den wir verkaufen können. Ich warte. Was möchtet ihr? So, die Djinns sind wir schon mal los. Die Gruppe hat dann 10.000 Erfahrung gewonnen. Sprecht schnell, Bürger. Ihr habt viel für uns getan, meine Fürstin. Ihr habt meinen Job um einiges leichter gemacht und den Frieden der Stadt wiederhergestellt. Ihr sollt wissen, dass ihr hier immer willkommen seid. So, das heißt wieder zum Bürgermeister zurück. Das heißt, im Trollhügel wartet noch ein Schatz auf uns. Okay. Das müssen wir uns angucken. Erzählt mir mehr davon. Ja. Keine große Herausforderung. Nun, seid ihr mit dem Djinn fertig geworden? Und habt ihr euch um die Djinns gekümmert? Wart ihr erfolgreich? Ich habe den Rakshasa gefunden und
Nachdem die Dao gesucht haben und sie sind bereit zu gehen. Ah, dann ist es vollbracht und ihr habt sogar eine friedliche Lösung erreicht. Das bedeutet, wir brauchen uns nicht zu fürchten, dass noch mehr von ihrer Sorte uns einen Besuch abstatten. Einen guten Ruf habt ihr euch wohl verdient, finde ich. Euch gilt der aufrichtige Dank der Kaufleute von Handelstreff. Und da bin ich sicher all seiner Bürger. Hier ist die Belohnung, die ich versprochen habe. Ihr solltet gehen und Verschlungen aufsuchen und ihn von eurer Tat berichten. Ohne Zweifel würde er überglücklich sein, es zu hören. Ihr habt es verdient, dass man euch hier in Handelstreff wie einen Helden willkommen heißt, meine Fürstin. Ich für meinen Teil habe im Moment viel zu tun. Es muss Kontakt mit den Karawanen aufgenommen werden, damit sie uns sofort die nötigen Waren bringen. Danke noch einmal. Gegenstände gewonnen, sehr viel. Oh, ein bisschen Schmuck und so. Und ein kleiner Schild. Ja. Gut. Fragt nun gut. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Seid abermals gegrüßt. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr schon mit den Genies verhandelt, Alisa? Ja, ich habe diesen Interfer gefunden, die Genies ihren Kopf überreicht. Daraufhin haben sie sich dazu entschlossen, diesen Ort zu verlassen. Sofort. Letzte Neuigkeiten. Was für ein Wunder ihr doch seid. Ihr kommt in unsere Stadt und löst uns vom Problem, die ich für unüberwindbar hielt. Ich bin überzeugt, die Gildenmeisterin hat euch mit Belohnungen überhäuft. Wenn nicht, dann sollte sie das schleunigst nachholen. Ich führe meinen Teil halt in den Zeitpunkt gekommen, wo ihr endlich den Heldenempfang erhalten sollt, den ihr verdient. Bürger von Handelstreff, wir haben uns heute hier versammelt, um die Helden unserer kleinen Stadt zu ehren. Sie haben nicht nur den gegen uns gerichteten Angriff der Natur aufgehalten, sondern haben uns auch vor der Tyrannei der Genies bewahrt. Mhm. Ihr könnt wieder unbehelligt über die Straßen von Handelstreff gehen. Und es sind bereits neue Karawanen angeheuert worden, um unsere örtlichen Händler mit Vorräten zu versorgen. Es ist gut zu wissen, dass wir, obwohl unsere geliebte Vaukin nicht über uns wacht, doch solche Leute haben, an die wir uns in Zeiten der Not wenden können. Von diesem Tage an erkläre ich diese Gefährten zu Helden von Handelstreff. Ihre Abbitte sollen für alle Zeiten an der Quelle ausgestellt werden. Bravo! Bravo! Hört! Hört! Ihr habt uns alle gerettet. Ja. Ausgezeichnete Arbeit, Held. Ah, da ist die Fürst. Indeed! In der Tat. Ihr werdet hier immer willkommen sein. Ganz offensichtlich verdient ihr den guten Ruf, den ihr als wahrer Held genießt. Mögen die Götter eure Reisen mit Wohlwollen begleiten. Seid mir gegrüßt. Ich bin Fürstin Lilith Luraxol, das Oberhaupt jener Adelsfamilie, die diese Stadt vor langer, langer Zeit gegründet hat. Ich bin hoch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Bitte, falls ihr daran interessiert seid, einen reich entlohnten Auftrag anzunehmen, seid doch so nett und besucht mich in meinem Anwesen. Ich freue mich schon darauf, euch dort zu empfangen. Es ist äußerst erfreulich zu wissen, dass jetzt wahre Helden nach Heidelstreff gekommen sind. Helden, die nicht nur mutig, sondern auch fähig sind. Wie wir Zufall so stehen, benötige ich im Moment genau das. Es ist äußerst erfreulich zu wissen, dass jetzt wahre Helden nach Handelstreff gekommen sind. Ja, da ist die Synchro durcheinander gegangen. Nicht mutig, sondern auch fähig sind. Wie I see that that vicious harpy has already pounced upon you. Ignore whatever she says. She is a conniving witch and a liar. Wie ich sehe, ist dieses habgierige Arsch schon über euch hergefallen. Ignoriert einfach alles, was sie sagt. Sie ist eine alte Hexe und Lügnerin. I am Lord Skarmay and Ali Bakar, and it is my family that founded Trade Meat, not hers. So I greet you in the name of the town's premier family. Ich bin Fürst German Ali Bakar und es war meine Familie, die Handelstreff 1 gegründet hat. Ich begrüße euch im Namen der ersten Familie der Stadt. Lady Lilith has asked you to perform a service for her. I happen to need the same service done. So I ask that you come to see me in my home, so that we may discuss it further. Und zwar wird Fürstin Lilith euch gebeten haben, ihr einen kleinen Dienst zu erweisen. Nur ich möchte, dass ihr euch zufälligerweise um genau den gleichen Dienst. Ich möchte euch um genau den gleichen Dienst bitten. Ich freue mich, euch in mein Haus einladen zu dürfen, wo wir alles weitere besprechen können. You are foolish and work for the Luraxols, however, you will not be welcome in my home. Think carefully on this.
Solltet ihr aber so verrückt sein und wirklich für die Luxarolls arbeiten wollen, dann seid ihr in meinem Haus nicht willkommen. Überlegt euch das gut. Ich bedauere, dass sie euch in ihr Komplott hineingezogen haben. Die Luraxols und die Alibakars sind alte und mächtige hier ansässige Familien, die seit Generationen miteinander in Fehde liegen. Mhm. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihnen zu tun habt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Hier die Belohnung, die die Händler der Stadt für euch gesammelt haben. Und vergesst nicht, euch die Statuen anzusehen, die man euch zu Ehren aufgestellt hat. Sie befinden sich im Zentrum der Stadt an der Quelle. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so groß...